So. Ja, genau. Das wollte ich jetzt eigentlich einleiten, aber es ging da wohl schief, aber egal. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Platin hier auf Rudy Fresh LP. Diesmal in der Siegesstraße. Mal wieder. Immer noch. Oder wie ihr es auch immer nennen wollt. Jeden Fall steht ich nicht umsonst rum. Würde ich sagen. Ja, was gibt's halt noch zu sagen? So ein neues. Es schneit. Okay, es ist zwar nichts Neues, aber es schneit. Wollte ich nur gesagt haben. Immer noch, schon wieder. Und anderes. Also, wir haben jetzt immer noch Winter. Der Schnee liegt noch auf der Straße. Also, was tut Schnee manchmal? Obwohl es das eigentlich auch schon wieder tauen müsste, denke ich. Aha. Ja, sicher. Das kann Stern nicht. Natürlich, natürlich. Endlich. Mann. So unfair. Warum nur? Warum? Warum hat die 5 KP übrig? Oh nein, ich reg mich darüber jetzt nicht auf. Das erhöht sich wenn mein Blutdruck. Und wenn mein Blutdruck sich erhöht, dann bin ich am Arsch. Oder im Arsch, je nachdem. Hui. Schildtera. Entweder ich werde gekillt, dann entweder kill ich es. Was nicht so aussieht, oder es killt mich. Was eher danach aussieht. Das ist dieses seltsame Kombo der vierten Generation. Da sie zwar im ersten Typ immer im Nachteil sind, aber im zweiten Typ halt war Pflanze, Boden ist halt Vorteil gegenüber Feuerkampf. Und Feuerkampf ist im Vorteil von Wasserstahl. Scheiße. Ich würde sagen, Spi richtet das mit einem Eisstrahl. Vierfachschwäche gegen den Typ Eis ist das relativ sinnvoll. Hat das für einen Sinn? So, kein, na gut. Lass mich sehen, wie gut deine Pokémon kämpfen können. Okay. Henning. Solange nicht hängt. Der war echt. Der war nicht mal unter aller Sau, der war drunter. Ein Glück, dass Don in der Schockwelle eine Trefferquote von über 1 Million % hat. Und ja.
das trifft auf jeden Fall. Schlurpleck. Ja, leck mich doch mal. Das Vieh macht mir Angst. Was mache ich, wenn ich mir Angst ist? Ich hol Twinny. Ich weiß nicht, ob man das gerade mitbekommen hat. Ich musste fast niesen, musste aber. Das ist bei mir immer so dämlich, dass ich immer niesen muss, aber will doch nicht niesen, aber. Das ist auch nicht so in dieses Let's Plays. Ja. Sehr. Hör mal auf. Och ne. Du kannst nicht mal. Ja, so muss sein. So war es zwar nicht geplant, aber war ich hier nicht schon mal? Oder kommt es mir nur so vor? Ich glaube, das zweite trifft zu. Aber auf jeden Fall werde ich jetzt mal mein Team heilen. Ich war auf A. Mein Pokémon kein Karat. Ich war nicht wirklich stark. Ich glaub dir, mein Freund. Ich glaub dir. Halt noch ein Schockwellchen hinterher. Den will ich wahrscheinlich später nochmal aufsuchen. Für halt weitere Kämpfe, weil ja, Macho mal als Trainer, als Trainingsgegner ist bestimmt relativ interessant. Ich frag mich immer wieder, wo bin ich hier gelandet? Denn ich kenne mich hier überhaupt nicht aus.
Ich wollte doch. Ach, ich bin ein Psycho schon wieder. Ich habe ein Psycho. Ich sehe deine Vergangenheit. Und was, mein lieber Freund, siehst du jetzt? Mein Mikrofon hängt mal wieder auf 7:30. Dann auf, und dann auf 8:30. Wenn es auf 8:30 hänge, dann wäre es anders. Aber ich habe Glück, dass Aurasphäre trifft. Ein Absol. Das müsste ein Job für Panferno sein. Einen schönen Nahkampf. Das Ding ist weg. Was wollen die eigentlich jetzt hier noch anbringen? Ich bin ja total überrascht, irgendwie total. Weil es so schön ist, noch ein bisschen daher. Aha. Schadet mir, schadet ihm und killt ihn richtig. Ach, das ist herrlich. Das ist so schön, wie ein Plan funktioniert. Das war aus dem A-Team. Ja, ich habe schon mal ein legendäres Pokémon getroffen. Wieso ist das so wichtig? Lang. Ich sagte schon einmal, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Also nicht mal, wo ich bin, weder wo ich noch hin muss. Ich habe wirklich keinen Plan. Denke ich nur auf einer Suche. Okay, ich bin bei zwei Dingen auf der Suche. Ich will den Ausgang finden und ich will ein bestimmtes TM finden.
wette, es ist nicht hier. Aber ein Ass-Doppel ist auch lustig. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Es ist nur so... doof. Wir werden sehen, was daraus dann resultiert. Was daraus dann resultiert. Trifft das jetzt beide? Ich weiß es nicht. Was macht euch jedenfalls Schaden? Es killt. Und lässt mutig in einem Level steigen. So, was Schönes. Jackie hat eine Schockwelle hinterher. Mann, das Problem ist jetzt nicht. Problem für ihn, ob er überlebt oder nicht. Das ist ja die Frage. Das Gravierende. Oder das wie auch immer. Ach ja. Ich doch die Doppelkämpfe liebe. Wow, den Eulin Level 50. Die sind heftig. Hier geht's hoch. Und hier ist ein Sonderbonbon. Gut, jetzt habe ich mal ja, was erreicht, was ich achso, der wirkt noch, aber er wirkt nicht, weil ich kein entsprechendes Pokémon vorne habe, was ja stärker ist als die anderen. Und somit wird der Top-Schuss außer Kraft gesetzt. So, jetzt haben wir natürlich unser nächstes Problem schon. Ich sechsel nun mal gerne. Sechseln ist sexy. Scherz. Also hier kann ich hoch. Das erinnert mich irgendwie an die Rubin-Siegelstraße, wo man da auch über einen Hinterweg nach oben kann. Noch einen anderen Weg wieder runter. Auch wenn das hier bis für ein Item ist. Und das genau das ist, was ich haben wollte. Yeah! Entschuldigung, dass ich mich freue. Ich habe genau Drachenpuls gesucht. Ich wusste aber nicht mal, welches Term das war. Deswegen hatte ich ein Problem. Ah, ja. So bin ich jetzt schon mal ein Ziel geschafft. Ich würde sagen, den machen wir noch. Danach machen wir mal ein Aufnahmepäuschen. Also für euch. Ich weitermache, weiß ich noch nicht, denn die letzten Parts, also die letzten 4-5 Parts, habe ich alle einzeln gemacht. Alle. Ja, halt einzeln. So wie ich das halt mit einzeln meine. Und vielleicht mache ich es heute mal nicht so und hänge noch ein paar Parts ran. Keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich gucken. Sich noch was. Ein Freund, Junge, der wird jetzt auch nicht viel helfen. Den Eisstrahl überlebst du eh nicht. Hoffe ich. Ja.
genau dasselbe Prozedere, wie ich schon sagte. Verdammt! Okay, du bist schneller als ich. Gut, gestehe ich ein. Der Runde hast du mal gewonnen, aber in den darauffolgenden nicht. Denn da wirst du von einem Einstrahl bombardiert, der dich das Leben fürchtet. Yep. Und schon bist du, mein Freund. Edmund. Da Edmund. Besiegt. Hier geht es dann weiter nach oben und hier geht es noch weiter. Das will ich nochmal herausfinden, was dann da ist. Und dann. Verdammt, hier ist nichts. Ich hätte es wissen sollen. Obwohl, ich kann ja mal gucken, ob ich hier was finde. Nein. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich, dass du den Part angesehen hast. Geh wieder runter. Ich bedanke mich, dass du den Part angesehen habt. Gebt einen Daumen, wenn euch der Part gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ihr mich hierbei unterstützen wollt. Ja. Schreibt einen Kommentar drunter. Ich freue mich über jede Kommentare. Ab und zu beantworte ich auch Fragen. Also bisher habe ich jede Frage beantwortet. Auch wenn es 2 oder 3 Tage schlau dauern kann, aber ich habe es bisher immer geschafft. Ja, ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss und bye.